Schwestern und liebe Gäste, auch heute Abend herzlich willkommen zum Thema Ökumene, biblische und unbiblische Einheit. Man kann auch sagen biblische oder unbiblische Einheit, denn ich bin überzeugt, es gibt eine Einheit gemäß der Heiligen Schrift, aber es gibt auch eine Einheit, die der Heiligen Schrift widerspricht. Die Einheit, die gemäß der Heiligen Schrift ist, steht im Johannesevangelium, Kapitel 17. Die Einheit, die gegen die Heilige Schrift ist, steht in Johannes Offenbarung, Kapitel 17 und 18 und 13. Das eine ist die Einheit aller Wiedergeborenen im Herrn Jesus Christus, Johannes 17. Und das andere ist die Einheit der antichristlichen Religionsökumene, die Hohe Babylon auch genannt, Offenbarung 17. Kann man sich gut merken. Beides vom Apostel Johannes niedergeschrieben, inspiriert vom Geist Gottes. Einmal Evangelium, Kapitel 17, die biblische Einheit. Einmal die Offenbarung, Kapitel 17, die unbiblische Einheit. Wenn er die zwei Kapitel nebeneinander legt, habt ihr schon eine gute Orientierung, um die Geister zu unterscheiden. Ich möchte zu Beginn dieses Abends auch mit uns beten. Wir können dazu auch aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass alle wiedergeborenen Christen in dir eins sein dürfen. Dass auch viele heute hier sind, die diese Wiedergeburt aus Wasser und Geist erlebt haben, die deine Kinder sind. Danke, dass wir uns lieben dürfen in dir. Bewahre uns aber auch vor unbiblischer Vermischung von Lehren, von Strömungen, die nicht zusammengehören, wo Lüge gegen Wahrheit steht, wo Belial gegen Christus steht. Ja, Herr, erbarme dich und schenk noch vielen offene Augen und Herzen, dein Wort recht zu verstehen und ernst zu nehmen und dich als den Weg, die Wahrheit und das Leben zu erkennen und zu bezeugen. Amen. Amen. Ich werde einiges wiedergeben, was sich ausführlicher in diesem Buch findet, kleines Ökumene-Handbuch, das ich ausgeben durfte vor einigen Jahren. Vor allem sind auch Beiträge von Hans-Werner Deppe und Rainer Wagner, auf die ich mich beziehe, und auch auf eigene Beiträge. Und ich werde heute Abend einiges daraus zusammenfassen. Ich möchte zunächst darstellen ein aktuelles Beispiel, das sehr wichtig ist, was Ökumene angeht, und zwar die Charta Ökumenica, habe ich hier dabei. Wer hat davon schon gehört? Noch einige, ja, sehr wichtiges Einheitsdokument der europäischen Kirchen. Wir hatten ja gestern das Thema Europa, das neue römische Reich, Fragezeichen. Hier ein religiöses Einigungsdokument. Das hat zwar noch keinen kirchenrechtlichen Charakter, aber es soll doch verbindliche Erklärungen manifestieren. Verbindlichkeit beansprucht es, aber noch keinen kirchenrechtlichen Charakter. Dann werde ich auch auf die Frage eingehen, was heißt eigentlich Ökumene? Was sagt die Bibel grundsätzlich zur Frage der Einheit? Was sagen wir zur Ökumene der Religionen? Und dann ein ausführlicherer Teil über das Selbstverständnis und die Lehren der römisch-katholischen Kirche, was uns ja hier in Deutschland, gerade auch in Bayern, besonders nahe ist und uns sozusagen umgibt hier wie ein Ozean. Ja, was lehrt eigentlich diese einflussreiche römisch-katholische Kirche? Wie stellen wir uns als Christen dazu? Dann werde ich, wenn die Zeit reicht, darauf eingehen über die Ökumene-Bewegung bei der evangelikalen Bewegung. Ich denke, da werdet ihr wieder wach, wenn ihr hört, was da alles so läuft. Und schließlich die Frage, wie wir mit all diesen Dingen umgehen. Nun also das aktuelle Dokument, Charta Ökumenica, Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in Europa. Als Meilenstein des ökumenischen Prozesses wurde es bezeichnet. Es wurde gemeinsam verabschiedet von der Konferenz Europäischer Kirchen, KEK. Da sind evangelische und orthodoxe Kirchen zusammengeschlossen, auch Freikirchen natürlich, und dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen, das ist die römisch-katholische Kirche. Es wurde unterzeichnet im April 2001 und auf dem ersten ökumenischen Kirchentag in Berlin im Mai 2003 von 16 Kirchen unterzeichnet in einem feierlichen Gottesdienst. Katholische Kirche, EKD, verschiedene Freikirchen, auch orthodoxe Kirchen. Angeregt war die Charta schon geworden auf der Europäischen Ökumenischen Versammlung 1997
in Genf. Das Hauptthema dieser Charta, dieses Papiers, aber nicht nur Papier, sondern auch verbindlichen Charakter trägt es ja. Das Hauptthema ist die Verständigung und Versöhnung von Kirchen, Kulturen, Völkern und Religionen in einem neuen Europa. Neuen Europa, das, wie ich schon gestern ausführte, sehr stark übereinstimmt mit dem vierten Tier aus Daniel 2 und eben Offenbarung 13. Die Kirchen verpflichten sich in dieser Charta, die Einigung des europäischen Kontinents zu fördern. Das ist also der religiöse Arm, der der Politik hier in die Hände arbeitet. Staat und Kirchen arbeiten, wie schon oft gehabt, wieder hier zusammen. Interessant, ja, es war auch schon im Dritten Reich so zum Teil, es war im Kommunismus so, mit den Orthodoxen, die zum Teil damit gearbeitet haben, wo Agenten sich auch befanden. Und auch heute ist es so, dass die ganzen Ökumeniker sehr federführend in den Kirchen geworden sind. Die Einigung des europäischen Kontinents, man höre, wenn man weiß, was ich gestern gesagt habe, versteht man besser, wie das auch prophetisch zu deuten ist. Die Ausbildung des Tieres. Und dabei wird der christliche Glaube jedoch lediglich als eine Kraft verstanden zur wirklich religiösen Bereicherung Europas. Glaube hat eine bereichernde Kraft für die Kultur in Europa. So heißt es wörtlich unter dem Punkt Europa mitgestalten, ich zitiere: Wir sind überzeugt, dass das spirituelle Erbe des Christentums eine inspirierende Kraft zur Bereicherung Europas darstellt. Aufgrund unseres christlichen Glaubens setzen wir uns für ein humanes und soziales Europa ein, in dem die Menschenrechte und Grundwerte des Friedens, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Toleranz, der Partizipation und der Solidarität zur Geltung kommen. Ich wollte nur sagen, wenn es zu laut wird draußen, dass das Fenster leicht zumacht, auch wenn es jetzt heiß ist. Ja, danke. Also Grundwerte, die wir genauso in der EU-Verfassung wiederfinden. Toleranz, diese Sachtoleranz, nicht die Personentoleranz, sondern auch die Wahrheitsfrage wird immer mehr verbessert. Solidarität, Friede, Gerechtigkeit, dieses neue Evangelium in vielen Kirchen anstelle der Evangeliumsverkündigung in Form von Mission, die zur Bekehrung führt. Das wird sehr ausgeblendet. Mit der Charta verpflichten sich diese Kirchen auch, und das ist auch besonders verhängnisvoll und folgenreich, das Evangelium nur noch in gegenseitiger Absprache zu verkündigen. Der Ökumenische Rat hat es schon in den 60er Jahren eingeführt und die ACK, wo sie gesagt haben, wir verzichten darauf, Proselyten zu machen, also jemand abzuwerben von anderen Kirchen, etwa auch von der katholischen Kirche. Proselyten sind dann also solche, die dann übergetreten sind, ja, abgeworben worden sozusagen. Darauf verzichtet man oder ist dann so behutsam, dass man immer nur in gegenseitiger Absprache dann Veranstaltungen macht, dass ja kleine Kirche sich irgendwie angegriffen oder verletzt fühlen könnte. Könnte ja sein, dass jemand sagt, ja, ihr sagt hier allein Jesus und nicht mehr Maria, ihr wirbt uns jetzt ja hier die Katholiken ab und so weiter. Das soll man also jetzt sehr behutsam sein und absprechen. So heißt es wörtlich in dieser Charta: Wir verpflichten uns, über unsere Initiativen zur Evangelisierung mit den anderen Kirchen zu sprechen, darüber Vereinbarungen zu treffen und so die schädliche Konkurrenz sowie die Gefahr zu neuer Spaltung zu vermeiden. Zitat Ende. Klingt ja alles schön positiv, aber es ist im Grunde ein Maulkorb, genau, ja, der da verabschiedet wird. Aber es geht noch weiter. Die Religiosität in dieser Charta ähnelt sehr dem römisch-katholischen Verständnis. Die römisch-katholische Kirche ist immer die einflussreichste in der Ökumene, weil es eine Ökumene nur durch Rückkehr nach Rom gibt, weil der Rom unfehlbar ist nach seiner Erklärung. Wenn der Papst ex cathedra spricht, ich komme darauf noch zurück, können wir also nur Ökumene haben, wenn wir alle zurückkehren nach Rom, mal ganz plastisch gesagt. Und so ähnelt auch diese Charta sehr dem römisch-katholischen Verständnis. Ziel ist wörtlich die sichtbare Einheit, und das heißt die organisatorische, hierarchische Einheit in dieser Machtstufenleiter, Hierarchie, wie die katholische Kirche sie stets aufrechterhalten hat. Und anzustrebende Wegpunkte auf dem Weg zu dieser sichtbaren Einheit sind wirklich die gegenseitig anerkannte Taufe und die eucharistische Gemeinschaft.
Ja, der Begriff Eucharistie, für jeden Katholiken klar, ja, es ist praktisch das Abendmahl, aber im katholischen Verständnis der Transsubstantiation, der wirklichen, realen Umwandlung der Hostie in den Leib Christi, des Leibes in das Blut Christi. Also nicht nur symbolisch oder eine Konsubstantiation wie im Luthertum, sondern eine wirkliche materielle Umwandlung dieser Elemente. Es gab früher Protestanten, die sind, weil sie das verweigert haben, so anzunehmen, dieses Wandlungsdenken, in den Kerker gegangen. Zum Beispiel Marie Duras war 38 Jahre im Gefängnis, weil sie sich weigerte, als protestantische Christin diese katholische Hostie anzunehmen. Ja. Aber heute macht man Ökumene zusammen. Bedeutet alles gar nichts mehr. Man sieht, wie diese Dinge fortgeschritten sind. Das Ziel lautet in dieser Charta Ökumenica weiterhin Sakramentalismus. Man müsste natürlich jetzt wissen, was das alles ist. Ich werde noch erklären, die katholische Kirche sieht sich als mystischer Leib Christi, die allein die Vollmacht hat, die Gnade zuzuteilen. Nur allein durch den Heilsstrom abwärts vom Papst über die Priester kann den Laien die Gnade in Form der Hostie zugeteilt werden, ansonsten nicht in ihrer Fülle. Das ist der Selbstanspruch, also ein Machtanspruch über die Seele. Ja, nur durch uns, durch diese Hierarchie, beginnend von Rom, könnt ihr wirklich Vergebung der Sünden bekommen, so wird den Leuten gesagt. Nicht durch Jesus Christus direkt, sondern nur vermittelt durch diese Priesterhierarchie, Machtsystem. Sakramentalismus. Und auch in dieser Charta finden sich dann katholisch anmutende Rituale, Symbole, die Bilderverehrung und so weiter. Und sogar Bräuche des römisch-katholischen Festes Maria Himmelfahrt, ein Dogma, das erst im 20. Jahrhundert eingeführt wurde. 1950, 51 hat man das dogmatisiert, Maria sei genau wie Jesus zum Himmel gefahren. Bitte, wenn Katholik hier ist, zeigen Sie mir das in der Bibel, wo das stehen soll. Und jetzt soll Maria zur Miterlöserin eingesetzt werden. Neben Jesus, zur Miterlöserin. Per Volksbeschluss, Unterschriftensammlung. Aber für uns gilt doch allein, dass Gott in seinem Wort offenbart und nicht, was Menschen sich wünschen in ihrem Volksbrauch. Ja, wollen wir sehr nüchtern bleiben. Das ist das eine, diese ökumenische Öffnung zu den Konfessionen. Aber es gibt dann auch in der heutigen Ökumene die Öffnung zu den Religionen. Zu den Religionen. Unterschied ist Konfession, das ist so im innerchristlichen Bereich noch zu sehen, ja, katholisch, evangelisch, orthodox, anglikanisch, methodistisch, mennonitisch, baptistisch und so weiter, pfingstlerisch und so. Das sind alles Konfessionen, aber da gibt es auch Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Islam, Konfuzianismus, Shintoismus, Animismus, was es alles gibt, ja. Und da öffnet man sich jetzt auch und vor allem zum Islam. Unter Punkt 11 dieser Charta ist der Überschrift Beziehungen zum Islam pflegen. Und da heißt es folgendermaßen, wörtlich Zitat, die Begegnung zwischen Christen und Muslimen sowie den christlich-islamischen Dialog wollen wir auf allen Ebenen intensivieren. Insbesondere empfehlen wir miteinander über den Glauben an den einen Gott zu sprechen und das Verständnis der Menschenrechte zu klären. Das ist allerdings sehr notwendig, wenn man auf islamische Länder blickt. Aber es heißt ja, über den Glauben an den einen Gott zu sprechen, wörtlich. Und ich habe schon die letzten Tage ausgehört, ist das derselbe Gott im Koran wie in der Bibel? Wie kann es zusammenpassen, wenn der Islam sagt, verflucht ist, wer sagt, Allah habe einen Sohn? Und wenn die Bibel sagt, der wird gerettet, allein der den Sohn hat, wer den Sohn hat, hat das Leben, Jesus Christus. Passt nicht zusammen, ja. Aber da will man sprechen über den eigenen Gott und so tun, als sei das alles das Gleiche. Nicht mehr die Wahrheit wird erfragt, sondern nur noch die Vermischung, die Einheit. Einheit auf Kosten der Wahrheit. Und dann steht sogar noch in dieser Charta, wir verpflichten uns, bei gemeinsamen Anliegen mit Muslimen zusammenzuarbeiten. Steht alles wörtlich hier drin. Da gibt es noch eine Arbeitshilfe zu dieser Charta und die puppt sogar zu diesem Punkt die erste Sure des Koran ab. Ja, hier nicht, aber in der Arbeitshilfe, die ergänzend dazu ist. Sie empfiehlt sogar als Aktion den Tag der offenen Moschee. Und mit keinem Wort wird hingegen auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Muslimen das biblische rettende Evangelium zu verkündigen, damit auch sie Heil finden. Ja, soweit ein Beispiel über diese Charta Ecumenica. Wie gesagt, es wird immer wieder der verbindliche, verpflichtende Charakter betont und gleichzeitig gesagt,
aber es ist noch nicht kirchenrechtlich verbindlich. Nur halt so eine Art Selbstverpflichtung, die die Kirchen vornehmen sollen. Eine Selbstverpflichtung. Nun, grundsätzlich nochmal die Frage, was heißt eigentlich Ökumene? Oikumene, griechisch. Von Oikos, das Haus, es bezeichnet die gesamte bewohnte Erde zunächst. Ein umfassender, auch politischer Begriff, der die ganze Erde, die ganze von Menschen bewohnte Erde bezeichnet. Früher hatte man die Erde gemeint, die von den Griechen bewohnt war, das ist ein griechisches Wort, dann das Römische Reich vom Kaiser bewohnt, dann hat sich nach der konstantinischen Wende eingebürgert, die Staats- oder Volkskirche in ihrer weltumfassenden Wirkung, vor allem die römische Kirche, mit Ökumene gleichzusetzen. Im Neuen Testament kommt der Begriff Ökumene auch vor, allerdings meistens in einer negativen Bedeutung, ist interessant, meistens. Positiv kommt es vor in Matthäus 24, 14, da heißt es, wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich, in der ganzen Ökumene, in der ganzen Welt, im ganzen Erdkreis, zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Aber dann heißt es auch in Lukas 4, der Teufel führte Jesus hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Ökumene, ganzen Erdkreis, und sprach, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will, wenn du mich anbetest, so soll sie ganz dein sein. In Lukas 21 heißt es, die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Ökumene, den ganzen Weltkreis. Und in Offenbarung 3,10, weil du das, also 3, Vers 10, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, die ganze Ökumene. Da ist besonders eine Warnung für die Endzeit. Die Versuchung, die falsche Vermischung, vor allem, die über die ganze Ökumene kommen wird. Und dann heißt noch in Offenbarung 16, Vers 14, es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Ökumene, sich zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Die Schlacht von Armageddon, die den ganzen Weltkreis überziehen wird, gegen Israel dann auch sich richtet. Soweit in der Bibel einiges. Wir sehen, es ist überwiegend endzeitlich negativ eingeordnet, was die Endzeit angeht. Diese weltumspannende Herrschaft des Antichristen und seiner Diener wird damit besonders beschrieben heutzutage. Im Ökumenischen Rat der Kirchen hat seinen Sitz in Genf, in der Schweiz. Da wird es auch definiert und der frühere erste Generalsekretär des ÖRK, das ist ja praktisch die internationale Organisation und die einzelnen Christenräte in den Ländern, die heißen ACK, als Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Aber in Genf sitzt das praktisch das Haupt der ÖRK. Und der frühere Generalsekretär Wilhelm Adolf Wissert-Hufft, Hufft geschrieben, ist ein Holländer, er hat 5 Bedeutungen des Wortes Ökumene definiert. Erstens, zur ganzen bewohnten Erde gehörig und sie vertretend. Zweitens, zum Römischen Reich gehörig und es vertretend. Drittens, zur Kirche als Ganzes gehörig und sie vertretend. Viertens, die Beziehungen zwischen mehreren Kirchen oder zwischen Christen verschiedener Konfessionen betreffend. Und fünftens, der Ausdruck des Wissens um christliche Einheit und des Verlangens nach ihr. Wissert-Hufft hat es vor allem damals noch auf die zwischenchristliche Ökumene bezogen, zwischen den verschiedenen Kirchen. Und nach ihm, er ist bis in die 60er Jahre Sekretär gewesen, kamen dann die interreligiösen Ökumeniker zum Zug. Es war in Uppsala 1968 die entscheidende Tagung, wo man sich dann geöffnet hat, ganz stark dann für die außerchristlichen Religionen. Auch die politischen Befreiungsbewegungen haben damals das Sagen bekommen in Südafrika und anderen Ländern. Die Älteren unter uns erinnern sich sicher noch an diese Auseinandersetzungen. Und seither ist der Ökumenische Rat ein sehr liberales Forum, wo es keine Grenze mehr gibt der Zusammenarbeit mit allen Menschen, heute egal, ob sie auch Marxisten oder Atheisten oder was auch immer sind. Und deshalb hat die Ökumene heute noch eine größere Weite gewonnen. Und man sieht aber auch, dass, wenn man mal auf diesen ökumenischen Zug aufgesprungen ist, es kein Halten mehr gibt. Es geht immer weiter abwärts. Erst die innerchristliche, zwischenchristliche und dann die interreligiöse Ökumene, die ganze Menschheit, die in der Weltbruderschaft sich vereinigen soll.
Und so wird heute von der sogenannten großen Ökumene gesprochen. Das ist zunächst einmal die abrahamitische Ökumene, wo dann eben nicht nur Christentum, sondern auch Judentum und Islam enthalten sind. Als die Religionen, so wird gesagt, die auf Abraham als den Stammvater zurückgehen, sowohl der Juden als auch der Christen. Man denke an Römer und Galaterbrief, wo das ja auch betont wird, aber auch der Moslems. Aber es ist im Koran völlig anders gedeutet. Dort ist Islam der Sohn als Heilsträger, Islam sage ich schon, Ismael, klingt ja schon wie Islam, also Ismael der Sohn als Heilsträger, während im Judentum und christlichen Glauben ist es ja Isaak. Ne? Und es ist ja bis heute der Konflikt, gerade auch in Jerusalem, zwischen Ismael, also der arabischen, islamischen Stämmen und Isaak in der jüdisch-christlichen Heilslinie. Zieht sich ja bis heute durch. Und Ismael kam ja im Grunde durch Ungehorsam zustande mit der, mit der Magd, Hagar, ja, hat er diesen gezeugt auf Anraten von Sarah, weil sie nicht die Geduld hatten, auf den verheißenen Sohn zu warten. Natürlich, sie waren sehr alt, es war eine große Glaubensprüfung. Aber ich will damit nur sagen, die abrahamitische Ökumene, also wird gesagt, Judentum, Christentum und Islam. Judentum und Christentum, das wäre ja noch in Ordnung, ja, aber der Islam ist was völlig anderes, ist 600 Jahre nach dem christlichen Glauben entstanden und setzt sich massiv gegen die Bibel und gegen Christus, also anstelle von Christus, griechisch Antichristos. 1. Johannes 2, Vers 22, wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der den Vater und den Sohn leugnet? Sehr antichristliche Religion, der Islam. Nun ja, das ist also die abrahamitische Ökumene, aber da ist man heute nicht stehen geblieben. Es gibt jetzt die adamitische Ökumene. Was könnte das sein? Was meint ihr? Die adamitische Ökumene. Adam heißt Mensch. Alle Menschen guten Willens sollen zusammengehen, um den Frieden zu erringen, um das Weltfriedensreich aufzurichten, wo Friede und Sicherheit herrschen werden. Und dann sagt die Menschheit, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir den neuen Turm zu Babel errichtet, wo wir keinen Gott mehr über uns brauchen. Karl Friedrich von Weizsäcker hat gesagt im Friedenskonzil, wir haben 2000 Jahre auf Jesus Christus und sein Reich gewartet, jetzt warten wir nicht mehr, jetzt packen wir selber, jetzt bauen wir es auf. Und das Motto hieß konziliarer Prozess mit Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Gute Ziele, aber man nimmt in einer Art proleptischem Messianismus, in einem Titanismus das vorweg, was uns verheißen ist für das tausendjährige Reich und dann schließlich auch für das himmlische Jerusalem. Und es heißt am Ende der Bibel, nicht der Mensch schafft alles neu, sondern Gott spricht, ich mache alles neu. Natürlich dürfen wir uns für Frieden einsetzen, aber nicht in dieser übersteigerten Vorstellung, wir können jetzt aus eigener menschlicher Kraft, die wir doch sündig gewesen sind, aber aus eigener menschlicher Kraft das Weltfriedensreich errichten und dabei Jesus als den Friedefürsten, als den einzigen Weg zum Vater zur Seite schieben. Das ist die antichristliche Versuchung, wo das geschieht. Also adamitische Ökumene, alle Menschen guten Willens. Und was ist mit denen, die nicht Menschen guten Willens sind? Na, das sind dann die bösen Friedensstörer, die sogenannten Fundamentalisten, die sagen, nur Jesus als einziger ist der Weg. Das passt dann nicht mehr in dieses freimaurerische Menschheitsbruderschaftsschema, das heute sich verwirklicht. Die schon da waren, die Abende, die wissen ja, wie das zu verstehen ist. Ich kann jetzt nicht alles wiederholen. Aber wir werden dann als Friedensstörer in diesem neuen Europa, in diesem neuen Welteinheitsreich gelten. Und es wird an uns alle sich die Frage stellen, hältst du Jesus Christus die Treue? Er allein ist der Weg zum Vater. Sobald man sagt, ja, Jesus, aber auch Mohammed und Buddha und Zarathustra und Konfuzius und Krishna, ja, dann ist schon alles verloren. Und dann ist man selber schon aus dem Glauben gefallen. Dann kann man zwar noch sagen, ich glaube an Jesus, aber auch an Jesus und. Nein, das Entscheidende heißt Jesus allein. Das haben die Reformatoren wunderbar und klar betont. Daran können wir alles prüfen. Sagt jemand, auch ein Pfarrer oder Prediger, sagt er Jesus und, das machen wir mit den Moslems und so weiter, oder sagt er Jesus allein? Wenn sie eine Kirche reformatorisch heute noch nennen will, dann muss sie festhalten am Jesus allein. Und darüber hinaus die Bibel allein, der Glaube allein und die Gnade allein. Das waren die vier reformatorischen, sola lateinisch oder allein auf Deutsch. Und das ist
ganz einfach die Reformation zusammengefasst, wo ganz neu auf den Leuchter gestellt wurde, nicht Jesus und die Heiligen und so weiter, sondern Jesus allein. Nicht die Bibel und die Tradition, sondern die Bibel allein. Nicht Glaube und Werke, sondern der Glaube allein, aus dem dann die Werke erwachsen. Das ist dann was anderes, aber nicht Erlösung durch Glaube und Werke. Und eben die Gnade allein. Und nicht, dass wir irgendetwas hinzufügen können zur Gnade Gottes. Nun, das ist alles ein bisschen schnell durchgegangen, tut mir leid, aber wir haben noch vieles, was wichtig ist, was wir heute betrachten wollen. Professor Hans Kühn, wer hat diesen Namen schon gehört? Tübinger Theologe, habe ich selber noch erlebt. Ein Schweizer, er hat ja das Projekt Weltethos begründet, indem er sagt, ohne Religionsfrieden kein Weltfrieden. Politisch gesehen ist da etwas dran, durchaus. Man kann also sagen, wenn die Religionen sich nicht vertragen, dann wird es auch sonst keinen Frieden geben auf der Erde. Ich bin auch dafür, dass wir friedlich natürlich mit Menschen aus anderen Religionen umgehen. Nicht mit dem Knüppel auf sie einschlagen, sondern der Liebe Christi ihnen begegnen. Aber das kann nicht heißen, dass wir es plötzlich nicht mehr evangelisieren im biblischen Sinne. Dass wir nicht mehr sagen, wenn du nicht Jesus annimmst, dann bist du auf dem Weg zur Hölle. Darf man das noch sagen im neuen Europa? Das wird schwierig, aber wir müssen sagen, und wenn wir ins Gefängnis müssen, Entschuldigung, wenn ich so deutlich sage, ist unser Auftrag, der Herr wird sich nur dann zu uns bekennen, wenn wir uns auch zu ihm bekennen. Das sagt er uns ganz klar in seinem Wort. Seien wir da wachsam und konsequent. Beten Sie auch für Verkündiger, die das noch mutig weitersagen. Nun werden Sie bestimmt gespannt sein zur Frage, was sagt die Bibel grundsätzlich zur Frage der Einheit? Das möchte ich jetzt mit uns betrachten, bevor ich dann, ich hoffe, es ist von Interesse noch, auf die Lehre der katholischen Kirche in aller Kürze eingehe und dann auf die Ökumene, Einflüsse bei Evangelikalen. Ist das auch von Interesse? Ja. Was sagt nun die Bibel grundsätzlich zur Frage der Einheit? Wenn ihr zu irgendwelchen ökumenischen Konferenzen geht, denkt mal darüber nach, welches Wort da immer wieder in den Mittelpunkt gestellt wird. Es ist ein Bibelwort, es ist ein Halbvers, verstümmelt, aus einem bestimmten Kapitel der Bibel, das dann immer dann groß über den Stühlen da steht, an der Wand, was man immer vor Augen hat und wo doch keiner widersprechen kann. Was könnte das sein? Ja, sehr gut. Damit alle eins sein. Ja, schon mal gesehen irgendwo. Aber man muss ja, wenn man die Bibel richtig verstehen will, immer den Zusammenhang beachten. Es werden ja von Sekten die Worte aus dem Zusammenhang gerissen und dann entstehen Sektenlehren. Und so ist es auch mit diesem Wort, das so schlimm missbraucht wird. Wer ist denn alles eins? Wer soll denn eins sein? Wer kann überhaupt eins sein in Jesus Christus? Ja, natürlich nur, wer in Jesus Christus ist. Und das heißt nach Johannes 3, wer wiedergeboren ist durch Wasser und Geist oder von oben. Das heißt, wer ein lebendiges Kind Gottes ist, seine Sünden Jesus gebracht hat, Vergebung der Schuld erlangt hat, wo ein Kind Gottes das sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, Jesus allein. Ja. Mit solchen können wir eins sein, auch wenn wir jetzt hier aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinschaften kommen. Dann sind wir eins im Herrn. Aber wir können nicht eins sein, wo gesagt wird, außer Jesus gibt es noch andere Heilszentren, irgendwelche Propheten oder Mittler oder Sektenführer oder sonst irgendwas, die da im Mittelpunkt gestellt werden. Das sind dann heilige Grenzen. Ja, ich will mal dieses Kapitel aufschlagen. Ihr könnt es gerne auch aufschlagen. Johannes Evangelium, Kapitel 17. Was steht da eigentlich im sogenannten hohepriesterlichen Gebet Jesu kurz vor seinem Kreuzestod? Also eine Art Vermächtnis. Und er betet hier zum Vater. Und da ist er jetzt klar, wer eins ist. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Also schon, ja nur die Schafe Jesu, wo er der Hirte ist, in Gemeinde. Und dann kommen die Kennzeichen, nicht einfach so, ja alle sind eins in Jesus, sondern es kommen Kennzeichen, ganz konkret.
Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, da geht's schon los, allein der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Vater Jesu Christi, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also ist mit dem Moslem schon mal keine Einheit möglich. Die erkennen ja Jesus nicht, haben damit einen anderen Gott, nämlich den Mondgott, der Kaaba. Und so weiter. Und ich lese jetzt nicht alles. Dann Vers 6 sagt der Herr Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Das Wort Gottes als einzige Richtschnur. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Also sie glauben, sie haben das angenommen. Sie sind wirkliche Nachfolger Jesu. Und jetzt kommt noch zur Verschärfung, die Unterscheidung von der Welt. Also keine adamitische Ökumene mit allen Menschen, auch Ungläubigen. Jetzt heißt nämlich, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, nicht für die adamitischen Menschen, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Alles, was mein ist dein, was dein ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir, also nur diejenigen. Sie sind im Namen Jesu. Und dann überspringe ich wieder einige Verse. Vers 14 wird es nochmal deutlicher. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie geliebt, nein, gehasst. Die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Das ist Absonderung. Ja. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das heißt Absonderung und Bewahrung vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Es wird ja mehrfach betont, gerade weil es heute so oft missdeutet wird. Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und Heiligung heißt gerade Absonderung. Der Priester Israel hatte auf dem Stirnband heilig dem Herrn, abgesondert für den Herrn. Und so soll auch der Christ sein. Wir leben zwar in der Welt, wir sollen uns aber nicht der Welt gleichstellen, eben auch nicht ihren selbst erfundenen Religionen gleichstellen und auch nicht ihren Ideologien gleichmachen. Und dann, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Und zwar als Missionare. Durch Wort und Tat und Liebe und Wahrheit in die Welt gesandt. Jetzt lernen wir uns langsam diesen viel missbrauchten Vers. Kommt jetzt bald. Und da sehen wir jetzt, wo das steht eigentlich. Wie du mich gesandt hast, das sende ich auch sie. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind also heute wir, die Nachfolger der ersten Jünger, sind genauso hier gemeint. Abgesondert, geheiligt, vom Herrn berufen. Und da kommt es jetzt. Das sind wir heute, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also ich denke, ich muss jetzt nichts mehr ergänzen. Das ist klar geworden. Ne? Man kann diesen Vers, diesen Halbvers, diese paar Worte nicht aus dem Zusammenhang reißen. Es steht ein völlig falscher Kontext sonst. Und so wird es auch heute leider missdeutet. Ich habe mal folgende Thesen formuliert. Der Unterschied zwischen wahrer und falscher Einheit, das möchte ich euch mal kurz als Gegenüberstellung vor Augen stellen. Wahre Einheit umfasst nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die sein Wort als die Wahrheit behalten, die in der Welt, aber nicht von der Welt sind und sie daher von der Welt gehasst werden. Johannes 17, haben wir gerade gehört. Falsche Einheit dagegen umfasst die ganze Menschheit, adamitische Ökumene. Sie hurt mit allen möglichen Ideologien und Religionen und verfolgt diejenigen mit Zwang, Terror und schließlich Gewalt, die Jesus Christus als einzigen Herrn Erlöser und Friedensbringer die Treue halten. Am Schluss ist dann sogar dieser Hass so, dass er in Verfolgung umschlägt. Offenbarung 13,
17 und 18 nachzulesen. Noch eine Gegenüberstellung: wahre Einheit kommt zustande durch Missionierung und Evangelisierung aller Völker, durch den klaren Ruf zum rettenden Glauben und zur Lebensübergabe an Jesus Christus. Die sind eins, die berufen werden. Matthäus 28, der Missionsbefehl etwa. Falsche Einheit dagegen, und das ist geradezu kennzeichnet beim Ökumenischen Rat, da ist Mission durch Dialog ersetzt worden. Man tauscht sich nur noch aus, der Hindu soll ein besserer Hindu werden, der Christ ein besserer Christ, der Moslem ein besserer Moslem, aber der Moslem muss jetzt nicht unbedingt ein Christ werden. Ja, versteht ihr? Das ist Dialog anstelle von biblischer Mission. Falsche Einheit umgeht also diesen Ruf zur Bekehrung, indem sie politische Probleme und Selbsterlösungsversuche einer Menschheit, die sich als autonom sieht, in den Mittelpunkt stellt. Einer Menschheit, die gemäß 2. Thessalonicher 2 die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen hat zu ihrer Rettung. Und diese findet ihre Zuspitzung im Antichristen, der sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Er sei Gott. Und noch ein dritter Gegensatz. Wahre Einheit duldet keine Irrlehre. Wo ganz eindeutige Widersprüche zum Wort Gottes sind, da muss dieser falsche Sauerteig der Sünde und der Irrlehre ausgefegt werden. Es gibt manchmal Randfragen, wo man darüber diskutiert, ja, da wollen wir uns nicht zerspalten, aber wo es um zentrale Heilstatsachen geht, die Gottheit Jesu Christi zum Beispiel, die Erlösung allein aus Gnaden, das Kreuz von Golgatha, Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft des Herrn, solche Dinge, da können wir nicht irgendwie Kompromisse schließen und sagen, ja, die Kirche sieht es halt so und wir so und die Bibel sieht so. Ja, da ist halt die Bibel gültig. Jeder muss sich hier korrigieren lassen, darf sich korrigieren lassen anhand des Wortes Gottes in einer unverfälschten, wortgetreuen Bibelausgabe. Wahre Einheit also duldet keine Irrlehre. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 1, Vers 6, verflucht sei, wer ein anderes Evangelium verkündigt. Da spricht Gott sogar durch seinen Apostel einen Fluch aus. Passt gar nicht so mit dem Gott der Liebe zusammen, wie wir es auch kennen, von 1. Johannesbrief her. Aber es ist gerade aus Liebe, um Menschen zu retten, dass sie nicht verführt werden und für Zeit und Ewigkeit verloren gehen. Deshalb muss manchmal sehr hart auch geredet werden, auch heute vielleicht. Ich weiß nicht, wie das in euren Ohren jetzt ist. Aber wenn wir nicht mehr deutlich das Wort sagen, wird auch keiner sich bekehren. Dann werden die Leute massenhaft in die Verdammnis laufen. Ist doch eine große Not. Also deshalb duldet wahre Einheit keine Irrlehre. Falsche Einheit dagegen duldet Irrlehre und fördert sie sogar noch infolge der Vermischung der Ideologien und Religionen. Soweit diese drei Gegensatzpaare. In der Praxis besitzt die falsche Einheit eine dreifache Ausrichtung. Eine dreifache Ausrichtung, die zur Diktatur des Antichristen führt. Erstens politisch, auf ein Welteinheitsreich hin, in dem niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen hat, nämlich das Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens 666. Das ist auch schon das Weltwirtschaftssystem. Das zweite, das wirtschaftliche. Das Welteinheitsreich ist das, in dem alle einerlei Meinung haben. Offenbarung 13 und 17 nachzulesen. Politisch also die Einheitsmeinung, wirtschaftlich das Mahlzeichen, ohne das niemand kaufen oder verkaufen kann. Und drittens eben religiös auf eine Welteinheitsreligion hin, in der alle, die auf Erden wohnen, den Drachen, also Satan und das Tier aus dem Meer, den Antichristen anbeten, alle, deren Namen nicht geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist, Jesus Christus. Absonderung ist heute sehr unpopulär, das hat mal ein führender Evangelikaler zu mir gesagt, wo wir diskutiert haben über diese Dinge. Wir, im Grunde glauben wir beide an Jesus, aber uns unterscheidet, dass du dich absonderst von der Irrlehre. Ja. Und er versucht hier einzuwirken, Dialog und so, habe ich auch versucht. Aber irgendwann muss man sagen, ja, wenn der Irrlehrer bewusst die Sachen weitermacht, dann müssen wir uns anderen Menschen zuwenden, die offen sind für das Evangelium. Und wir können auch nicht falsche Dinge unterstützen durch unsere Mitarbeit oder Mitgliedschaft. Und so sollten sich treue Gläubige trennen von sektiererischen, parteigeistigen Menschen oder Meinungen, die nicht mit der Bibel übereinstimmen.
Es sollten auch solche Menschen ausgeschlossen werden, oder man muss sich selber von ihnen zurückziehen, wo Sünde offensiv geduldet wird und nicht mehr hinausgetan aus Gemeinden oder unbiblische Lehren. Da gibt es viele biblische Belege dafür, 1. Korinther 5, Matthäus 18, 2. Johannes 1, Vers 10 zum Beispiel auch, dass wir keine Gemeinschaft mit Irrlehrern haben dürfen. Versteht, man sollte sogar nicht einmal grüßen und auch nicht auf die Kanzel lassen. Im Grunde damit, also auch da sollten wir wachsam sein. Es ist natürlich schwierig, wenn schon in Kirchen heute Dinge eingedrungen sind, die die Bibel als Gräuelsünde bezeichnet und die dort abgesegnet werden in diesen Kirchen. Da werden noch die Macht, solche, die sich Bischöfe oder Bischöfinnen nennen, hinauszufegen, damit der Tempel wieder gereinigt wird. Wer hat dann noch die Macht und Autorität? Und wenn das nicht mehr reformierbar ist, dann muss man hinausgehen. Man muss immer prüfen, wie ist die Situation in der Gesamtkirche, aber dann auch, wie ist es vor Ort. Es kann vor Ort vielleicht noch ein Älteste sein oder Pastor, die dann noch kämpfen auf einsamer Position. Die wollen wir auch nicht unbedingt im Stich lassen, aber es ist oft dann sehr, sehr schwierig. Man muss also immer beides sehen. Der Dachverband ist ja schon unterwandert von einer falschen, unbiblischen Ökumene, ist ja unterwandert von Irrlehrern, von ethischen Aufweichungen, etwa homosexuellen Segnungen und anderes. Und wie sieht es vor Ort aus? Ist da noch eine intakte Gemeinde oder wird die zunehmend hinausgedrängt? Ja, das ist eine schwierige Frage oft, aber auch eine traurige Entwicklung in vielen Gemeinden in der Zeit. Stellt euch zum Beispiel ein Trinkwassersystem vor in einer Stadt. Das ist auch eine Einheit. Und wenn dann durch irgendein Rohr statt Trinkwasser Abwasser hineinzieht, ist das ganze Trinkwassersystem verdorben. Das ist auch, wenn man klare Irrlehren einfach toleriert und sagt, naja, das tolerieren wir jetzt einfach, ist ja alles nicht so schlimm. Aber da kommt immer mehr Sauerteig hinein. Böser Sauerteig, der das Ganze durchsäuert, wie ein Krebsgeschwür dann auch um sich wächst. Wir müssen rechtzeitig dann das Messer ansetzen, im geistlichen Sinne, aber jetzt natürlich verstanden, und das Böse hinausfegen. So sagt auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 5. Zur Ökumene der Religionen möchte ich nur so viel sagen, dass das erste Gebot hier grundlegend ist. Der Herr spricht, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Und Gott sagt auch, ihr sollt heilig sein, ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Also die ganze Bibel ist durchzogen von diesem Absolutheitsanspruch des einzigen wahren Gottes der Bibel und genauso Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Nun möchte ich aber eingehen noch auf konkret die Frage, wie ist es bei der römisch-katholischen Kirche? Können wir mit ihr geistliche Gemeinschaft haben als Kirche, wohlgemerkt verstanden? Es geht jetzt nicht um einzelne Katholiken. Ja, das möchte ich ganz klar unterscheiden. Es gibt Katholiken, ich war auch Katholik, die die Bibel lesen. Ich habe mit 17 zum ersten Mal die Bibel bekommen von einem katholischen Religionslehrer, habe das gelesen und mir ging eine ganz neue Welt auf. Ich habe das gar nicht gewusst, wer Jesus ist, habe das im Wort Gottes erkannt. Es war sogar eine katholische Bibel, aber egal. Da war zwar von Neffen Jesu die Rede, statt von Brüdern oder beziehungsweise Halbbrüdern. Aber trotzdem habe ich es erstmal verstanden, wer Jesus ist. Und kam dann zum Glauben, durch einen Schülerbibelkreis auch, durch gläubige Mitschüler. Bin dann aber auch nicht in der katholischen Kirche geblieben, weil ich gemerkt habe, durch diese ganzen Dogmen, die da festgelegt sind, ist dieses System nicht reformierbar. Man kann noch so viel hier versuchen, aber sie haben sich ja festgelegt auf ihre Lehren, indem sie sagen, der Papst könnte unfehlbare Entscheidungen treffen. Und wenn jetzt jemand von sich behauptet, kann man es ja auch nicht mehr ändern, oder? Das ist das Problem. Ist es von Interesse, wenn ich mal einiges sage über das Wesen des römischen Katholizismus? Ja. Also, ich muss mal ganz wissenschaftlich und sachlich sagen. Nach römisch-katholischem Verständnis, ich habe mal eine Vorlesung darüber gehalten, und danach möchte ich es jetzt auch wiedergeben. Nach römisch-katholischem Verständnis ist die Kirche der mystische Leib Jesu Christi. Also die Kirche ist selber Jesus Christus als Leib, mystisch verstanden, geistig so. Sie bildet Christus nicht nur ab, sondern ist Christus selber in neuer Gestalt. Der neue Katechismus der katholischen Kirche, so neu auch nicht mehr, 1993 in Deutsch erschienen, sagt,
Es besteht ein wunderbar tiefes Verbundensein aller Gläubigen mit Christus, ganz wie zwischen dem Haupt und den übrigen Gliedern seines Leibes. Zitat Ende. Dieses Verbundensein geht so weit, dass sogar, wörtlich zitiert, Christi Sühneleiden in seinem geheimnisvollen Leibe der Kirche erneuert, gleichsam fortgesetzt und vollendet wird. Zitat Ende. Also das Sühneleiden auf Golgatha wird in der Kirche fortgesetzt. Nach katholischem Verständnis. Diese Fortsetzung des Sühneleidens Christi, die Sühnegemeinschaft mit ihm erfolgt, insbesondere wo? Im eucharistischen Opfer und in der Messe. Das ist das Zentrum des katholischen Glaubens. Die Messehandlung mit der Wandlung. Die Kirche, die diese Sühnegemeinschaft mit Christus durch das eucharistische Opfer in vollkommener Weise pflegt und die Vollzahl der sieben Sakramente besitzt, ist nach ihrem Selbstverständnis die römisch-katholische. Diese ist, in Ähnlichkeit zum Herrn, das Ursakrament. Das heißt, sie kann als die sichtbar und greifbar gewordene Gnade Gottes dem Menschen in Wort und Sakrament unfehlbar das Heil zusagen und vermitteln. Zitat Ende. Also die Kirche ist der Heilsorganismus, mit dem Christus gegenwärtig ist und wirkt durch die Priesterschaft. Gleichzeitig tritt die katholische Kirche anstelle von Israel als Bundesvolk des alten Bundes. Man spricht auch von Ersatztheologie oder Substitutionslehre. Also Israel ersetzt, Rom ersetzt vollkommen Israel. Deshalb hat der Vatikan sich auch so lange schwer getan, diplomatische Beziehungen mit dem heutigen Staat Israel aufzunehmen. Das hängt alles damit zusammen. Wir wissen ja deshalb, dass die katholische Kirche das Priestertum in ihrer Weise dann eingeführt hat. Eine Mischung aus hebräisch-israelitischem Priestertum und babylonischem Priestertum. Die Fachleute erkennen das sehr schnell, was von wo genommen ist. Sie nimmt also die Stelle ein, oder will das einnehmen, die dem Volk Israel im Alten Bund zukam. Deshalb finden sich viele liturgische Elemente, Priestergewänder, Weihrauch, Weihwasser und Ähnliches. Allerdings keine Tieropfer, sondern diese unblutige Opferung praktisch auf dem Altar. Die römisch-katholische Kirche vertritt die Taufwiedergeburt. Das heißt, der Mensch wird Christ nicht durch eine bewusste Glaubensentscheidung, sondern bereits durch die Säuglingstaufe. Man wird also hineingetauft in diesen mystischen Leib Christi, deshalb ist auch die Nottaufe wichtig bei kranken Säuglingen, damit auch sie noch gerettet werden. Also geradezu als eine magische Handlung, ein Automatismus, ohne bewusste Willensentscheidung und Bekehrung wird man schon als Christ aufgenommen. Das ist auch in lutherische Kreise eingedrungen, zum Teil muss man leider auch sagen. Die Taufe hat also da eine fundamentale Bedeutung und das hört man leider auch bei evangelischen Pfarrern, du bist Christ, weil du getauft bist, nicht weil dich bekehrt hast, sondern weil du getauft bist, wird gesagt. Ja. Und ihr, der Taufe werden viele Wirkungen zugeschrieben, die sich im Neuen Testament selber auf den persönlichen Glauben beziehen. Wo die Bibel sagt, durch den Glauben, das sagen dann Katholiken durch die Taufe. Merkt ihr die Verschiebung des Schwergewichts hier? Die Taufe ist sicherlich gut und wichtig, aber nicht in diesem Verständnis richtig. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es wörtlich, Zitat, durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. Zitat Ende. Katechismus Nummer 1213. Es wird durch die Taufe wie auch durch die anderen Sakramente ein unauslöschliches Zeichen eingeprägt, der Charakter in die Lebelis, lateinisch wird es auch genannt. Und selbst wenn man austreten sollte oder wenn ein Priester nicht mehr Priester sein wolle, bleibt ihm diese sakramentale Zueignung immer zu eigen. Kann er nie verlieren. Also ich bin im Grunde immer noch Katholik nach katholischem Verständnis, obwohl ich ausgetreten bin, weil ich damals eine Nottaufe empfangen hatte. Ja, so wird es verstanden als Säugling. Bin es aber nicht, mein Verständnis her. Ja. Nun, es wird allerdings gesagt, dass auch eine innere Bejahung zum Glauben der Kirche hinzukommen muss. Also so einfach ist dann auch nicht. Wenn sich jemand jetzt bewusst von der Kirche abwendet, dann ist er aus dieser sakramentalen Heilsvermittlung dann doch herausgefallen. Es ist nicht so, dass er dann automatisch noch zur Kirche gehört. Allerdings ist das schon eine Art Ruhekissen, Schlaftablette oder Beruhigungsmittel, wie gesagt wird, du bist als Säugling getauft, also bist schon Christ, musst jetzt nur noch den Glauben der Kirche
annehmen, aber im Grunde kann da nichts mehr schief gehen. So einfach ist eben nicht, sondern es muss die biblische Wiedergeburt geschehen, indem wir ganz unser Herz Jesus schenken. Der Kirchenvater Cyprian hat bereits 250 nach Christus den Satz geprägt, Salus extra ecclesiam non est. Wer kann Latein? Es gibt kein Heil außerhalb der Kirche, damit ist die katholische Kirche gemeint. Und 1215 beim 4. Laterankonzil wird gesagt, es gibt nur eine allgemeine Kirche der Gläubigen, außerhalb von ihr wird keiner gerettet. Das haben wir aber heute etwas aufgeweicht durch das Zweite Vatikanische Konzil. Ich komme noch gleich darauf zurück. Die Kirche ist aber trotzdem immer noch, auch, das hat auch Ratzinger immer wieder betont, etwa in Dominus Jesus, die einzige wahre Kirche. Man hat zum Beispiel den reformatorischen Kirchen ihr Kirchensein abgesprochen. Es gab ja einen Riesenaufstand damals. Erst hat man in Augsburg die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre unterschreiben lassen. Das war auch ein langes Hin und Her. Man hat nur dann den Anhang unterschrieben letztendlich, nicht die Erklärung selber. Und da den reformatorischen oder ehemals reformatorischen Kirchen sind ja nicht mehr Sand in die Augen gestreut. Und dann hat kurz darauf aber Ratzinger, jetzt Benedikt, ganz klar betont, aber allein Kirche sind wir nur. Ja? Ihr seid nur Gemeinschaften. Und nur wenn ihr zu uns hinstrebt, dann werdet ihr die Fülle des Heils empfangen. Also da bleibt er wirklich fest und in diesem Punkt. Allerdings wird es heute insofern doch ausgeweitet, dieser Anspruch der katholischen Kirche, dass gesagt wird, letztendlich sind alle Menschen schon unbewusste Katholiken. Sie müssen nur hinstreben und es erkennen. Ja. Das kommt von Karl Rahner her, die Theorie eines latenten Christseins. Anonyme Christen hat er das damals genannt, in den 60er Jahren. Und Josef Kardinal Ratzinger, jetzt Benedikt der 16., ist ein Rahner-Schüler, theologisch, für die Fachleute unter uns. Ich glaube, die waren alle in München, nicht? Oder Innsbruck, Rahner in Innsbruck, Ratzinger in München. In Bayerhaus in Tübingen, darauf komme ich noch zurück. Nun jedenfalls, die Kirche ist eine einzige und sie findet ihre Zusammenfassung im Haupt des Papsttums als sichtbares Haupt der Kirche auf Erden, Stellvertreter Christi, Nachfolger Petri und oberster Rechtssprecher über alle Könige und Regierungshäupter der Erde. Deshalb kommen auch so viele Menschen, wenn der Papst kommt, er ist der oberste Chef über alle Herrscher hier auf der Erde. Das ist der Selbstanspruch. Ist uns das bewusst? Wahnsinn. Deshalb lehnt auch er die Religionen ein nach Assisi. Merkt ihr? Die Einladung kommt immer von Rom. Also Rom wirklich zentral, das neue Römische Reich, aber weltweite Ausdehnung. Das könnten wir auch zum Dalai Lama pilgern. Nee, nach Rom wird eingeladen hauptsächlich. Hauptsächlich, ja. Und nach Assisi. Also Assisi ist gleich mit Rom hier zu setzen jetzt. Jetzt im Oktober soll ja wieder ein Friedensgebetstreffen mit Konfession und Religion stattfinden. Eine totale Übertretung des ersten Gebotes, auch wenn man es jetzt in getrennten Räumen machen will. Aber der Gedanke, der Geist ist dasselbe. Man beansprucht zu beten für den Frieden, aber die einen sagen zu Gott, die anderen ihren Ahnengeistern. Ja, die Bibel sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und Christus und Belial. Und was die Heiden opfern, opfert sie den Dämonen und nicht Gott. 1. Korinther 10, Vers 20. Aber das hat sich geändert mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also da kam diese Öffnung, will ich damit sagen, zur ganzen Welt und Menschheit im Aggiornamento. Ich habe schon am ersten Abend darauf hingewiesen, bei der neuen Weltordnung. Also man hat sich geöffnet für alle Menschen guten Willens, aber sie sollen doch auf Rom hinstreben. Denn es heißt im Katechismus, im katholischen Katechismus, im neuen Katechismus von 1992, 93 unter Artikel Nummer 845, die Kirche ist der Ort, an dem die Menschheit ihre Einheit und ihr Heil wiederfinden soll. Sie ist die versöhnte Welt. Interessant, die Kirche ist die Welt. Hoppla, ja. Genau das Gegenteil, was Jesus in Johannes 17 sagt. Ihr seid nicht von der Welt, die Welt hasst euch. Merkt ihr, die Worte des guten Hirten gegen die Worte des falschen Hirten, darf man so sagen, ja. Auch in München, okay. Aber, ja, seien wir doch da nüchtern, vergleichen wir alles mit der Bibel. Lassen wir uns nicht Sand in die Augen streuen. Natürlich können diese Theologen sehr fromm reden, sehr verklausuliert, sehr philosophisch, dass der Laie das gar nicht versteht. Ist ein hochintelligenter Mann. Ich habe persönlich auch gar nichts gegen ihn. Aber gegen dieses Lehrsystem, die katholischen Dogmen, es gibt auch biblische, aber es gibt sehr viele unbiblische Dogmen.
kommt darauf gleich noch zurück. Und so ist man eingetreten in die Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Religionen. Lumen Gentium, Licht der Welt, Nostra Aetate in unserem Zeitalter, so hießen die Konzilserklärungen 1962 bis 1965 in Rom beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Und da hat man diese Öffnung zu den nichtchristlichen Religionen bereits vollzogen, was dann in Assisi 1986 und Folgejahren sich immer weiter fortgesetzt hat. Katholikos oder katholisch heißt übrigens allumfassend. Auch da kommt dieser Machtanspruch zum Ausdruck. Allumfassend. Geografisch verstanden über die ganze Erde. Zahlenmäßig verstanden die größte Kirche. Ist sie ja auch, ja, aber muss noch nichts heißen bezüglich der Wahrheit. Jesus spricht ja vom schmalen Weg. Und wenige sind hindurchgegangen. Ich habe heute Morgen darüber gepredigt. Und die breite Masse, ja, ist auf dem breiten Weg. Und dann auch im geschichtlichen Sinn, es wird gesagt, was immer und überall von allen geglaubt worden ist, das sei die katholische Lehre. Aber es gab immer Abweichungen, wo Menschen die Bibel über die Tradition gestellt haben. Die Waldenser, die böhmischen Brüder, die Reformatoren, die Hugenotten und so weiter. Es gab immer schon auch echte Christen, die das nicht mitgemacht haben. Und dieses Katholische heißt also allumfassend. Und dem Papst kommt als dem sogenannten Nachfolger des Apostel Petrus und Stellvertreter Christi die höchste Leitungs-, Lehr- und Rechtsprechungsgewalt auf der Erde zu, sowie unter bestimmten Bedingungen das Charisma der Unfehlbarkeit. Der Papst trägt zum Beispiel folgenden Titel, ist vielleicht mal interessant zu hören. Bischof von Rom, Statthalter Jesu Christi, Nachfolger des Apostelfürsten, Oberhaupt der Gesamtkirche, Patriarch des Abendlandes, den hat er momentan mal etwas reduziert, Primas von Italien, Erzbischof und Metropolit der Kirchenprovinz Rom, Souverän des Staates der Vatikanstadt, Diener der Diener Gottes. Das heißt im Grunde Herrscher über alle. Ja, das ist verklausulierte Sprache. Begründet wird dieser ungeheuerliche Anspruch eines für einen Menschen mit den Stellen Matthäus 16 und anderen, wo aber nichts davon steht, dass der Apostel Petrus einen Nachfolger haben wird. Der Herr Jesus sagt nur, du bist Petrus, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Es ist zunächst Christus selber der Fels, dann das Bekenntnis des Petrus zur Messias-Eigenschaft Christi, dass Jesus der Messias ist. Und dann eben auch Petrus als der die erste Pfingstpredigt gehalten hat. Das war die Grundlegung der Gemeinde. Aber es steht nirgends, nach dir werden weitere Päpste oder irgendwas kommen. Wo steht das in der Bibel? Ja. Das ist eine freie Erfindung. Die Apostel waren begrenzt auf die erste Generation. Es gibt keine Apostel mehr im zweiten Jahrhundert. Aber hier wird alles beansprucht, was auch die Apostel haben und noch viel mehr. Die Bulle Unam Sanctam von Papst Bonifaz VIII. Aus dem Jahr 1302, die auch heute noch in den katholischen Dokumenten veröffentlicht ist, erklärt die Unterwerfung unter den Papst sogar für heilsnotwendig. Es heißt, etwa bei Neuner Ros, Nummer 430, dem römischen Papst sich zu unterwerfen, ist für alle Menschen unbedingt zum Heil notwendig. Das erklären, behaupten, bestimmen und verkünden wir. Und das steht heute noch in den katholischen Dogmen mit drin. Und 1870, das Dogma der Unfehlbarkeit lautet folgendermaßen. Soll ich es mal vorlesen? Unfehlbarkeit. Wenn der römische Bischof in höchster Lehrgewalt ex cathedra spricht, das heißt, wenn er seines Amts als Hirt und Lehrer aller Christen waltend in höchster apostolischer Amtsgewalt endgültig entscheidet, eine Lehre über Glauben oder Sitten sei von der ganzen Kirche festzuhalten, so besitzt er aufgrund des göttlichen Beistandes, der ihm im heiligen Petrus verheißen ist, jene Unfehlbarkeit, mit der göttliche Erlöser seine Kirche bei endgültigen Entscheidungen in Glaubens- und Sittenlehren ausgerüstet haben wollte. Diese endgültigen Entscheidungen des römischen Bischofs sind daher aus sich und nicht aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich. Wenn sich jemand, was Gott verhüte, herausnehmen sollte, dieser unserer endgültigen Entscheidung zu widersprechen, so sei er ausgeschlossen. Das ist dann immer das letzte Wort. Ja. Also Widerspruch wird nicht geduldet. Und dieses Dogma kann nicht aufgehoben werden. Aber nun lässt sich ja nicht bestreiten, dass es fehlbare Entscheidungen gibt. Und so unterscheidet man etwas sophistisch zwischen
Dinge, die jetzt gerade dran sind und anderen Verlautbarungen, und es wird ein bisschen relativiert. Man spricht dann von einem Wachstum des Verständnisses und so weiter und so fort. Aber ich will mal einige dieser unbiblischen Lehren noch aufzählen, bevor ich dann noch auf die Evangelikalen, wenn ihr das noch hören könnt und wollt, eingehe. Ist ja schon ein bisschen lang. Aber ich möchte kurz nur einfach mal auflisten, was alles hinzugefügt wurde. Es gibt noch mehr, aber was hinzugefügt wurde zur Bibel, was sich dort nirgends findet, im Laufe der Jahrhunderte durch die römisch-katholische Kirche. 355 nach Christus wird behauptet, der römische Bischof sei der Papst, der direkte Nachfolger des Apostelfürsten Petrus. 375 nach Christus wird die Heiligenverehrung offiziell eingeführt, in Wirklichkeit Götzendienst. Man hat die alten Götter der Griechen und Römer nun zu Heiligen umfunktioniert. 397 hat sich als Folge davon der Reliquienkult entwickelt. Wisst ihr, was das ist? Da werden Knochen verehrt von angeblich verstorbenen Heiligen. Heilig sind ja in der Bibel alle Gläubigen wiedergeboren. Aber hier sind es Besondere, die irgendwelche Wunder getan haben sollen. Treu im Glauben der katholischen Kirche gewirkt, zum Beispiel der Papst Johannes Paul II., der ist jetzt selig gesprochen worden, weil irgendjemand geheilt wurde, weil er ihn, also seinen Geist, angerufen hat. Und jetzt, wenn noch weitere solche, man betet praktisch zu diesen verstorbenen Personen, was ja die Bibel streng verbietet, er soll ja nicht zu den Toten beschwören, wenden und so weiter. Aber das ist da alles kein Problem im katholischen Bereich. Das ist die finstere Quelle, die da mit reingekommen ist, ne? Sehr traurig. Aber diese Heiligenverehrung, Reliquienkult, also werden dann Knochen oder Teile von Verstorbenen in Altäre einbetoniert und dann sollen die besondere Wunderkraft entfalten. Alter Volksaberglaube, der da kommt. 431 nach Christus in Ephesus, der Stadt der Diana, der Epheser, wird Maria, die Mutter Jesu, die wir auch hochschätzen und verehren, wird aber hier als Mutter Gottes oder Gottesgebärerin verkündet, was zumindest sehr missverständlich ist. Sie ist die Mutter des Gottessohnes, aber nicht die Mutter Gottes. Da könnt ihr auch denken, Gottes des Vaters. Ja? Es wird zumindest von manchen sogar dann noch so verstanden. Und die Bibel sagt nirgends, dass wir zu Maria beten sollen oder sie in dieser Weise verehren sollten. Da ist die Himmelskönigin praktisch an diese Stelle der Maria gesetzt worden. Und 529 bilden sich die ersten Mönchsorden, die Benediktiner in Italien. Mönche gab es vorher schon, etwa im Buddhismus, bis heute ja. 550 wird die letzte Ölung eingeführt, das ist das sogenannte Sterbesakrament. 592 wird behauptet, es gebe ein Fegefeuer nach dem Tod und dann noch Reinigung für Sünden, die keine Todsünden sind, geschehen können. Dafür kann man den Ablass auch zahlen. Das hatte dann zur Reformation geführt, weil es dermaßen missbraucht wurde, dass ein Martin Luther und andere aufgewacht sind. 688 wird gesagt, ein Kreuz aus Holz, Stein oder anderen Materialien soll angebetet werden. 715, ihr seht, wie spät das alles erst so kam nacheinander, wird gesagt, Heilige sollen im Gebet angerufen werden können, also die Gefahr des Spiritismus ist ja dann ganz stark. 787 kam dann die Bilderverehrung offiziell gegen 2. Mose 20, wo das verboten ist. Ihr sollt euch keine Bildnisse machen und die verehren. 1074 erst wird der Zölibat eingeführt, also die Ehelosigkeit der Priester. 1074. Ja. Die Ostkirche hat es heute bei Priestern nicht, sondern nur bei Bischöfen. Da kam es ja dann auch zur Trennung in dieser Zeit etwa. Die Trennung war vorher ja schon. 1100 wurden Seelenmessen für Verstorbene eingeführt, 1115 der Ablass, der Freikauf von zeitlichen Sündenstrafen aus dem Fegfeuer durch Bußleistungen oder Geldzahlungen. Gibt es einen Ablass heute noch oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Den gibt es noch, ja, nicht wahrscheinlich. Den gibt es heute noch. Wird zwar nicht mehr so laut propagiert, aber immer wieder, wenn solche Weltjugendkonferenzen sind, wird gesagt, wer teilnimmt, kann einen Teil seiner Fegfeuerstrafen erlassen bekommen. Möge mir jemand zeigen, wo das in der Bibel steht. Ja? Also, da immer wieder, zeigt mir es, wenn ihr es findet. Dann 1208, das Rosenkranzbeten wird eingeführt. 1215, die Wandlungslehre. Erst da wurde die dogmatisiert, diese Transsubstantiationslehre. Das
Weins und Brotes. 1246 als Folge davon von Leichnam, wo man dann in der Prozession die verwandelte Hostie über die Felder führt und dann besonderen Feldsegen erhofft. Wir können ja auch so beten für die gute Ernte, aber da muss man dann in der Prozession außen rumlaufen. Das kommt alles aus den heidnischen Religionen, ist das eingedrungen. Die katholische Kirche ist deshalb auch so mächtig, weil sie immer wieder aufgesaugt hat aus dem Heidentum, was da so gang und gäbe war, und dadurch hat sie die Menschen hineingeholt. Ja, bei uns findet ihr das auch, die ganzen Heiligen, ihr braucht keine Schutzgötter mehr, wir haben jetzt die Heiligen als Götter. Also sage ich jetzt so, Götter wird nicht gesagt, aber zu denen könnt ihr jetzt rufen. Dann 1414 wird dem Volk der Wein entzogen, nur noch die Hostie bekommen sie. Aber Jesus sagt, trinket alle daraus, auch aus dem Kelch. Da gab es einen Aufstand bei den hussitischen Brüdern in Böhmen, bis hin zu Kriegen leider auch. Dann kam ja nach der Reformation, wurde es ja nicht besser, sondern noch schlimmer. Das ist ja das Traurige. Die Gegenreformation, die Jesuiten, die ja heute Einfluss bis in evangelikale Kreise hinein haben, im Jahr der Stille wurde Ignatius von Loyola, dieser furchtbare Gegenreformator, als eines der Glaubensvorbilder von Evangelikalen jetzt hingestellt, muss man sich vorstellen. Soweit sind wir schon. Und im Tridentinischen Konzil 1545 begann das, wurde formuliert, gegen Martin Luther und die anderen Reformatoren, wer behauptet, allein durch den Glauben werde der Sünde gerechtfertigt, der sei ausgeschlossen. Wer behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde nicht vor Gott durch gute Werke vermehrt, sondern diese Werke seien nur Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung, der sei ausgeschlossen. Und die Apokryphen wurden zum Wort Gottes erklärt, wo dann manche unbiblischen Lehren sich finden. Das sind also Bücher wie Jesus Sirach oder Buch Tobit oder Makkabäer, Bücher und so weiter. Und dann, man höre und staune, 300 Jahre nach der Reformation kamen noch weitere Dogmen. Jetzt kommen erst die massiven Dogmen dazu. 1854 erst wird die unbefleckte Empfängnis Marias behauptet. Das heißt zu Deutsch, nicht nur Jesus sei ohne Erbsünde empfangen worden, sondern Maria sei auch schon ohne Erbsünde empfangen worden. Ihre Mutter wird dann Anna genannt, aber liebe Freunde, wenn man das logisch weiterdenkt, ja, war Anna dann auch ohne Erbsünde und ihre Mutter auch wieder? Ja, war dann überhaupt jemand schon mit der Sünde belastet? Wo fängt das an, wo hört das auf? Nur Jesus wurde bewahrt davor, als der Sohn Gottes durch den Heiligen Geist. Aber Maria war genauso ein Mensch wie andere, nur dass sie bereit war, als Magd des Herrn den Messias zu empfangen, den Christus. Aber das war durch eine Vision, ich glaube von Bernadette zu Peru, ja, wo ihr dann angeblich die Mutter Gottes erschienen seid und gesagt hat, ich bin die unbefleckte Empfängnis dieser Höhle. Aber die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht oder unbefleckt ist, nicht einer, Römer 3, Vers 10, nur Jesus Christus. Also ein direkter Gegensatz zum Wort Gottes. Und dann 1871 erst, die Unfehlbarkeit des Papstes wurde verkündet, weil damals der Kirchenstaat sehr viel Einfluss politisch verloren hat, hat man den geistlichen Einfluss ins Unbegrenzte gesteigert, indem man gesagt hat, wir haben jetzt zwar den Kirchenstaat verloren in gewissem Sinn, es gibt heute nur noch den kleinen Vatikanstaat, aber dafür haben wir eine Macht über die Seelen, unfehlbare Erklärungen, die alle glauben müssen. Und dann 1950 wird behauptet und als unfehlbares Dogma propagiert, Maria sei, so wie Jesus, leibhaftig zum Himmel aufgefahren. Maria Himmelfahrt. Ja, ich will damit mal bewenden lassen. Jetzt möchte ich im letzten Teil eingehen auf die Haltung führender Evangelikaler gegenüber der Ökumene, vor allem auch gegenüber der römisch-katholischen Kirche. Wenn ihr aber zu müde seid, kann ich hier auch abbrechen. Jetzt wird es erst interessant, ja, ich weiß. Aber wenn ich jetzt auch manche Namen hier nenne, möchte ich diese Person nicht verurteilen oder ihnen das Heil absprechen. Allein Gott sieht in die Herzen. Ich kann nur sagen, dass ich eben traurig bin, dass hier die Klarheit im Großteil verloren gegangen ist und man eben auch andere, die solchen Personen vertrauen. Ich kenne die auch alle persönlich. Manche davon waren für mich große Lehrer und Vorbilder in meiner Studienzeit. Und umso mehr bin ich dann enttäuscht gewesen, dass solche Männer, die für mich wirkliche Glaubensvorbilder waren, in manchen Punkten auch noch sind, aber dass sie dann plötzlich sich so
für eine meines Erachtens unbiblische Ökumene geöffnet haben. Im Jahr 2000 erschien in England ein Buch mit einem äußerst provokativen Titel. Evangelicalism Divided ist es. Der Evangelikalismus ist gespalten. Der Autor war Ian H. Murray, der frühere Assistent von Dr. Martin Lloyd-Jones. Murray dokumentiert darin die verhängnisvolle Veränderung in den Jahren 1950 bis 2000, die von der biblischen Klarheit und Eindeutigkeit wegführte, hin zu einer unbiblischen Verwässerung und Ökumenisierung der Evangelikalen. Es ging über etwa 50 Jahre, dieser Vorgang. Diese Veränderung führt Murray in seinem Buch unter anderem zurück auf den Einfluss des immer liberaler gewordenen theologischen Fuller-Seminars in den USA und, man muss leider auch sagen, des bekannten Evangelisten Billy Graham, aber auch anderer, aber er ist der bekannteste. Billy Graham hat im Gegensatz zu seinen guten Anfängen seit den 50er Jahren in seinen Evangelisationsfeldzügen eine immer weitere Öffnung gegenüber seinen Partnern vorgenommen. Das ist bewusst, ja? Immer weitere Öffnung bis hin zu liberalen Kirchen und Rom. Er hat schließlich sogar darauf verzichtet, erweckte und bekehrte Menschen in eindeutig bibeltreue Gemeinden zu schicken, was sich heute dann etwa auch bei deutschen Pro-Christ-Evangelisationen auswirkt. Auch da wird gesagt, eine lange Liste von allen möglichen Kirchen, auch in München, auch katholische Kirchen, kannst du da hingehen, wo du herkommst oder zugehörst. Ja, man fragt gar nicht mehr, was wird da eigentlich verkündet, wirklich. Hauptsache irgendwie christlich eingebunden. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu scharf ist für manche. Ich denke, es wird schon auch noch viel Biblisches gesagt bei Pro-Christ. Ich finde viele Predigten auch gut. Aber ihr müsst mal auch darauf achten, was nicht gesagt wird. Ich habe schon mal einen Vortrag vom lieben Bruder Ulrich Barzani gehört bei Pro-Christ über Okkultismus. Da hat er gewarnt auch vor Astrologie und solchen groben okkulten Praktiken. Aber er hat kein Wort zum Beispiel gesagt über das katholische Rosenkranzbeben oder die Marienverehrung und solche Dinge. Jetzt wird euch dann alles ausgespart. Den gleichen Ulrich Barzani habe ich erlebt. Ich war damals als Beobachter dabei, nicht als Teilnehmer, in der Hans-Martin-Schleier-Halle in Stuttgart beim Europatag. Ich habe das ausführlich hier in dem kleinen Ökumene-Handbuch, diesen Augenzeugenbericht beschrieben. Und da waren ja auch interreligiöse Leute dabei, auch der Präsident der EU-Kommission. Das Thema war Europa und Europa braucht Christus. Wunderbares Thema. Und da hat Barzani den besten Vortrag von allen gehalten. Er hat gesagt, Europa braucht Christus. Die anderen haben gesagt, wir müssen alle zusammenwachsen. So die Einheit wurde betont. Da waren auch Freimaurer dabei, Andrea Riccardi, der ja die Assisi-Treffen initiiert hat. Kurz vor Barzani gesprochen, alle in einer Veranstaltung, sogar als Veranstalter zusammen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie kann ich zusammen mit einem Mann auftreten, der total das Gegenteil macht und sagt, alle Religionen jetzt zusammen, um für den Frieden zu beten. Und dann Barzani, Europa braucht Christus. Aber mir ist aufgefallen, ich habe dann gedacht, interessant, irgendwas hat ja gefehlt bei dieser Ansprache. Und wisst ihr, was das war? Nur ein Wörtchen hat immer wieder gefehlt. Na, Jesus wurde schon auch gesagt, aber das Wörtchen allein hat gefehlt. Allein Jesus Christus ist der Weg. Das hat gefehlt. Das fehlt. Oder einzig und allein. Einzig und allein, ja. Darauf müsst ihr achten. Ganz wichtig in der Endzeit, um die Geister zu unterscheiden. Und das gilt als fundamentalistischer Absolutheitsanspruch. Jesus würde auch heute als Fundamentalist eingestuft. Das ist immer eine gute Gesellschaft, wenn wir so eingestuft werden. Martin Luther wird es genauso gehen und Calvin und Zwingli und Menno Simons und wie sie alle hießen, die Väter Spurgeon und so weiter. Wir würden heute alle in die gleiche Schublade gesteckt und tüchtig draufhauen, wenn man nicht mitmacht bei der Menschheitsbruderschaft und Vereinigung. Ja. Und ausgerechnet er hat ja früher ein Buch geschrieben, Jesus der einzige Weg, das habe ich gelesen, und dann plötzlich inmitten dieser religionsvermischenden Leute auftreten und sagen, Europa braucht Christus. Er hat sicherlich gut gemeint, einerseits, aber andererseits hat er sich doch eins gemacht mit ihnen, hat danach die katholischen Kardinäle und Orthodoxen alles umarmt auf der Bühne mit der Polonaise, haben sie da getanzt und alles. Also ich war ganz entsetzt bei diesen 10.000 Menschen in der Schleierhalle.
Und es war eine Veranstaltung für Europa, dass eben auch der Gottesbegriff in die Verfassung rein sollte. Ist ja alles ehrenwert. Aber wir müssen immer sehen, ich kann doch nicht dann trotzdem mich eins machen mit einer gleichzeitigen Verführung. Versteht ihr? Das ist meine große Not, die ich bei solchen Sachen habe, wenn ich das sehe. Nun gehen wir nochmal auf das Historische zurück. 1994 erschien in den USA, es kommt ja meistens über den großen Teich zu uns herüber, ein Dokument, Evangelicals and Catholics Together. Er kann gut Englisch. Evangelikale und Katholiken gemeinsam. Es wurde unterzeichnet von führenden Evangelikalen wie Charles Colson, Richard Lent, Brian O'Connell, Bill Bright, Os Guinness, Peter Kraft, James Packer, Pat Robertson und anderen. Und darin wird zwar gesagt, dass es einige Unterschiede gibt, aber gleichzeitig wird auch gesagt, Evangelikale und Katholiken sind Brüder in Christus und es wird dazu aufgerufen, auf Abwerbung von den jeweiligen Kirchen zu verzichten. Proselytenmacherei heißt das auch. Nun, sicherlich gibt es Katholiken, die meine Brüder oder Schwestern in Christus sind, aber solche, die die Bibel allein ernst nehmen und nicht die katholischen Dogmen noch zusätzlich alle glauben. Ein Katholik muss an sich auch die Dogmen glauben, ja? Sonst ist er kein echter Katholik. Ich war in der Hinsicht nie ein echter Katholik, weil ich die Dogmen noch nie gelesen hatte. Und irgendwann mal die Bibel bekommen und dann bin ich ausgetreten. Aber das ist eben, ich denke, die meisten sind so, die wissen gar nicht, was da alles zu glauben sein muss an sich. Nun ja, aber jedenfalls ist das erschienen und darauf hat das Dallas-Seminar eine Gegenschrift veröffentlicht, wo gesagt wird, die theologischen Unterschiede zwischen Evangelikalen und Katholiken bleiben bedeutsam und dürfen nicht heruntergespielt werden. Zitat Ende. Damit ist das System der katholischen Kirche als solches gemeint, nicht der einzelne Katholik wiederum, der vielleicht nur die Bibel kennt. Okay. Nun, im April 2002 entstand auch unter deutschen Evangelikalen und Pietisten und Pfingstlern und so weiter Unruhe, als die Zeitschrift Topic mit der Schlagzeile erschien, die stille Spaltung der deutschen Evangelikalen. Eine stille Spaltung ist auch in Deutschland vorhanden. Der Artikel weist ebenfalls hin auf sehr weitgehende Einigungsbemühungen und ökumenische Projekte, an denen führende deutsche Evangelikale beteiligt sind. Das bewegt konservative Evangelikale, sich immer mehr von solchen Initiativen abzugrenzen. Und in dahinterstehenden Werken, zum Beispiel der Evangelischen Allianz, dem Nadauer Verband und anderen Dachverbänden. Wir erleben, so denke ich, etwas nur zeitverzögert zum angloamerikanischen Raum, auch in Deutschland, in Europa, eine Entwicklung, die noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar schien. Dass nicht nur die Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland, also EKD, sondern auch immer mehr führende Vertreter freikirchlicher Dachverbände und Evangelikaler für die Annäherung an Rom und sogar für die große Ökumene mit der römisch-katholischen Kirche und anderen Konfessionen plädieren. Die Weichen zum ersten ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 waren zuvor längst gestellt und dort wurde ja die Charta Ökumenica, die ich am Anfang zitiert habe, unterzeichnet. Ein bahnbrechendes, aber verhängnisvolles Dokument einer falschen Einigungsbewegung, nach meiner Meinung falsche Bewegung. Nun möchte ich noch einige Personen nennen, und zwar beschränke ich mich jetzt auf solche, die ich persönlich kenne. Es gibt auch viele andere, die ihr vielleicht besser kennt. Ich will jetzt nicht an den Pranger stellen, sondern wir wollen auch für diese Menschen beten. Es gibt praktisch einen Mann, der in Deutschland so einflussreich ist wie Billy Graham in den USA, einerseits Parzani, aber auch Professor Peter Beierhaus. Ich weiß nicht, wer diesen Namen schon gehört hat. Ja, das war mein Doktorvater und er ist praktisch der deutsche Vertreter in der Ökumenebewegung gewesen, gilt aber als konservativer Evangelikaler. Ich habe auch viel von ihm gelernt im Studium. Aber er ist ein guter Freund von Papst Ratzinger oder Benedikt. Und im Herzen möchte ich sagen, ist er an sich katholisch. Ich habe selber als Student und Doktorand erlebt, dass er 7 Sakramente praktiziert, Eucharistie in seiner Hauskapelle. Er wollte mich zum Priester weihen, was ich dann aber dankend abgelehnt habe. Ich war ja ausgetreten aus der katholischen Kirche. Aber alles heimlich und so. Und inspiriert sind sowohl Papst Benedikt alias Ratzinger
als auch Peter Beyerhaus, die sich gut kennen, von einer Vision von Wladimir Solovjev. Wer hat den Namen schon gehört? Wladimir Solovjev. Ein russischer Religionsphilosoph, gestorben im Jahr 1900, und hat eine Erzählung geschrieben, wo einem die Gänsehaut über den Rücken läuft, wenn man das liest, die kurze Erzählung vom Antichrist. Da ist manches Biblische richtig erkannt und verarbeitet, und doch ist diese Erzählung, die er inspirativ empfangen hat, eine Verführung. Es wird beschrieben, ich will es ganz kurz wiedergeben, und das bewegt den heutigen Papst und auch Beyerhaus und auch Orthodoxe, die da zusammenwachsen wollen, zu einer Bekenntnisökumene. Vorhin hat mir jemand das Stichwort hier gezeigt, was in Idea auch immer wieder erscheint. Diese Bekenntnisökumene ist praktisch die Ökumene konservativer aus katholischer Kirche, orthodoxer Kirche und evangelikalen Kreisen, konservativer Christen im Gegensatz zur abgefallenen Genfer Ökumene, wo es nur um Politik, um linke Systemveränderung und so weiter geht. Ja. Aber die wollen sagen, wir machen zusammen mit den Konservativen jetzt die wahre Ökumene. Da wirklich Gläubigen aus allen Konfessionen. Das ist so dieser Anspruch. Auch im Jesusbuch von Papst Benedikt wird immer wieder Solovjev zitiert. Müsst ihr mal darauf achten. Also er hat es auch gelesen. Und das läuft also hinter den Kulissen. Deshalb erwähne ich das überhaupt nur, auch diese Namen jetzt. Und da wird also gesagt, der abgefallenen Kirche unter Leitung des Antichristen stellen wir die wahre Ökumene entgegen in dieser Erzählung von Solovjev. Solovjev schreibt, ich versuche so kurz wie möglich jetzt zu erklären, dass der Antichrist auftritt und ein großes Konzil veranstaltet, wo er allen ihre Kirchen geben will und so weiter, wunderbare Sachen verteilen möchte, Friede und Sicherheit. Und dann treten drei Konfessionsführer dort auch auf, die den Antichristen durchschauen. Das eine ist der römische Papst Petrus, man achte. Das zweite ist ein lutherischer Professor Pauli. Und das dritte ein orthodoxer Staritz Johannes aus der orthodoxen Kirche. Nun hat Peter Beyerhaus alle drei Vornamen. Peter, Paul, Johannes Beyerhaus. Und hat auch mal eine Bekenntnisbruderschaft gebildet, Sankt Peter und Paul nach seinen Vornamen, Heiliger Peter und Paul, wo er also diese sieben Sakramente praktiziert. Und da wird dann gesagt, dass jetzt der römische Papst, der lutherische Professor und der orthodoxe Staritz aus der Ostkirche, dass die gemeinsam den Antichristen entlarven. Und dann werden die zwei Zeugen getötet. Das eine ist der römische Papst, ist der eine Zeuge, und das andere ist der orthodoxe Führer. Also ein Mönch ist das an sich nur, nicht der Pope, aber ein Mönch. Und wer am Leben bleibt und den klaren Kopf behält, ist der lutherische Professor aus Tübingen sozusagen. Und sie entlarven den Antichristen und dann entstehen die zwei Zeugen auf und sie ziehen mit der Schar der Gläubigen irgendwo in die Wüste hinaus. Und dann vereidigen sich alle Christen unter Führung von wem? Und das ist die Verführung des römischen Papstes Petrus. Damit endet diese kurze Erzählung vom Antichrist. Das ist die Vision von Benedikt im 16. und Peter Beyerhaus in Tübingen. Sondern Peter Beyerhaus ist nicht irgendwer, sondern der führende Kopf der deutschen evangelikalen Bewegung. Und er hat viele inspiriert. Und das erklärt, warum die Allianz, warum der Gnadauer Verband, warum die ACK, warum der BFP und so weiter jetzt in Richtung Rom marschieren. Versteht ihr? Und wenn die drei vorher sterben, was machen sie dann? Dann kommen ihre Nachfolger. Es gibt schon jetzt Dr. Werner Neuer von St. Krishona, der jetzt immer nach Castel Gandolfo eingeladen wird zu den Papstsitzungen. Die haben ja ihre Schüler alle Nachfolger. Da brauchen wir uns keine Illusionen machen. Ich weiß es so gut, weil ich sein Doktorand und Schüler war, ja, und sehr viel von ihm gelernt. Ich habe ihn geliebt wie ein Vater. Ich habe auch jetzt persönlich nichts gegen ihn. Habe mich auch auf menschlichem Gebiet mit ihm versöhnt vor einigen Jahren, in einer anderen Sache, die ich jetzt nicht nennen will. Aber ich habe ihm gesagt, in dieser ökumenischen Haltung, da kann ich nicht zustimmen. Das kann ich nicht gutheißen. Denn ich sehe Rom immer noch als eine verführerische Macht, die ins Antichristliche führt. Wie kann ich jetzt sagen, unter einer Gestalt, die Martin Luther noch als Antichrist bezeichnet hat, der enttarnt jetzt den Antichristen. Also sozusagen der Antichrist enttarnt den Antichristen. Ja? Müssen wir verstehen, diese Konsequenz. Ne? Wobei ich denke, der Antichrist ist eher ein politischer Führer und der Papst eher so Richtung falscher Prophet, der dem Antichristen zuarbeitet, zusammen mit der Hure Babylon. Aber das wäre ein anderes Thema. Jedenfalls, ihr merkt, wie diese Dinge Einfluss genommen haben. Ich könnte jetzt weitere Namen nennen, zum Beispiel Allianz, Gnadauer Verband, andere Dachverbände. Überall ist dieser Zug nach Rom und man muss sich keine Illusion machen. Ich sage das auch,
an die freikirchlichen Geschwister. Wenn jetzt jemand meint, Rom würde sich bekehren sozusagen zum biblischen Glauben, da müssen Sie Ihre Dogmen ändern.